Willkommen zu Feusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier im Café Federal direkt gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist der Roland Müller. Er ist Direktor vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Und mit ihm rede ich einerseits über die ankommenden ukrainischen Flüchtlinge und was das für den Arbeitsmarkt bedeutet. Das ist der Arbeitgeberverband. Seid eigentlich ewig zuständig und das tut ihr letztlich auch in Kontakt mit dem Bund vorbereiten. Und das Zweite, wir wollen über die AHV-Reform reden, die im September ziemlich sicher an die Urne kommt, über die Reform, die erste seit langen Jahren, die wir wieder durchbringen wollen und was für Argumente da unterwegs sind. Willkommen und wir nehmen einen Petit Armin aus dem Wallis, weil das ein guter, feiner Tropfen ist und zur Diskussion sicher beiträgt. Super. Zum Wohl. Danke. Ja, jetzt hat es auch. Der Bund ist, glaube ich, schon auf euch zugekommen. Es ist auch gerade eine Medienmitteilung raus. Die Gespräche laufen. Das kommen täglich Flüchtlinge aus der Ukraine an in der Schweiz. Zahlen sind wir bald bei 10'000, habe ich gehört. Und man rechnet mit noch viel mehr. Da gibt es 30'000, habe ich gelesen, 50'000, bis zu 100'000. Was bedeutet das für das Land und für den Arbeitsmarkt? Ja, es gibt zwei Aspekte. Das eine ist einmal die Zuwanderung, die natürlich per se, wenn es so schnell geht und so viele Leute kommen, eine grosse Herausforderung ist, unter allen Titeln, Infrastruktur und so weiter. Das andere ist natürlich dann auch die Frage, wie geht man mit diesen Leuten um? Mhm. Aktuell kommen die natürlich aus einem Kriegsgebiet, haben Probleme, haben psychologische Probleme. Was schlimm ist, vor allem die Familien werden auseinandergerissen. Die Frauen kommen mit den Kindern. Männer bleiben in der Ukraine, müssen dort kämpfen und sich fürs Land einsetzen. Die wollen das auch. Und jetzt, wie geht man um aktuell mit diesen Zugewanderten? Das ist das Thema. Und das Thema vor allem dann auch, ich sage jetzt mal vielleicht eher mittelfristig, wie bringt man die Leute im Arbeitsmarkt unter? Wann sie arbeiten? Wo tun sie arbeiten? Wie entwickelt sich das alles? Ich glaube, das ist laufend in der Umwälzung und man muss das vorzu beobachten. Wir haben in der Tat Gespräche gehabt, auch mit der Bundesrätin und mit den Bundesämtern, wie man mit dem umgehen kann, weil es natürlich um operative Fragen geht. Mhm. Wie kommen die Leute mal zunächst zu einer Unterkunft? Sie müssen auch registriert werden. Aber dann auch, wie findet man heraus, was die können, wenn sie dann wirklich auch arbeiten wollen? Da muss man sie zuweisen, den RAVs, also den regionalen Arbeitsvermittlungszentren. Dann haben sie nichts dabei. Oder? Sie, also, ist ja nicht, sie sind wirklich geflüchtet. Wenn es hochkommt, haben sie noch ein Zeugnis. Aber wenn sie ein Zeugnis haben, kann man es nicht lesen oder weiss nicht, was drin steht und weiss nicht, was für Qualifikationen damit verbunden sind. Alle diese operativen Fragen muss man klären. Aber das natürlich wirklich vor einem Hintergrund, wo, ich sage jetzt mal, wirklich psychologisch schwierig ist. Oder? Zunächst geht es ja mal darum, aktuell, dass sich vor allem auch die Frauen können, etablieren können, ihre Kinder betreuen und dann erst in einem weiteren Schritt sich allenfalls mit diesen Fragen auseinandersetzen, will ich, kann ich noch immer arbeiten? Und vor allem dann auch, das haben wir kurz andiskutiert, wer kümmert sich dann um die Kinder? Mhm. Also Kinderkrippen, alle diese Themen sind relativ schnell, massiv akut. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, man darf sich jetzt auch nicht irgendwie vormachen, da kommen alle und suchen gerade sofort eine Stelle. Das sind ein bisschen, vielleicht ein bisschen Klischee. Ist ein bisschen, so, also das ist mir nicht, auch so gegangen, oder? An der Medienkonferenz. Also einerseits hat man die rechtliche Situation geklärt, mit dem Schutzstatus S. Ja. Das ist, glaube ich, ziemlich gut, weil das relativ schnell geht, ohne langes Verfahren. Und dann hat man sofort von der Arbeitsintegration geredet. Das ist zwar gut gemeint, aber meine, die Leute haben eventuell auch Furchtbares erlebt. Oder? Ich meine, im Moment geht es einfach darum, ich glaube, die Leute müssen einfach sicher sein, sie müssen sich auch sicher fühlen. Ja, ja, vielleicht müssen sie noch verarbeiten. Oder? Absolut. Und dann irgendwann geht es darum, wie die letztlich ein eigenes Einkommen können verdienen auf eigenen Beinen stehen. Die Bundesasylzentren sind offenbar voll, hat man gehört. Oder? Ich meine, ist der Arbeitsmarkt parat für so viele Leute? Oder gibt es da Erfahrung? Oder, ja? Nein, an sich nicht. Oder? Was ja besonders ist, und das ist ja gekoppelt mit dem Schutzstatus S, ist, dass die Leute theoretisch nach einem Monat schon eine Stelle antreten könnten.
dazu braucht es jetzt einmal wirklich auch die Möglichkeiten, also das Organisatorische und all das, wo so natürlich aktuell noch nicht steht. Aber zum anderen dann auch wirklich die Frage, wie richtig gestellt ist, haben wir überhaupt die vielen leeren Stellen, wo die Leute arbeiten können? Mhm. Jetzt, da muss man natürlich ein bisschen in welchem Bereich pragmatisch sein. Oder? Ich meine, wir bewegen uns aktuell in einem Umfeld vom Fachkräftemangel. Das ist natürlich genau. So. Also von dem her könnte man jetzt relativ schnell das Gefühl haben, man muss selbstverständlich, finden all die Leute einen Job. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich im Klaren sein, wir haben auch Inländer. Also Leute, die generell auch Stellen suchen. Und das wird dann die Schwierigkeit sein, wie matcht das, wie sieht das auch aus mit den Arbeitsbedingungen, weil das war das Commitment auch von gestern. Man will weder irgendwie Lohndampen noch sonst Inländer verdrängen, noch irgendetwas in eine negative Seite provozieren. Mhm. Aber schlussendlich wissen wir in der Tat nicht, wie alles dann matcht, wie das funktioniert und vor allem auch, wie viele Leute das dann wirklich kommen und in welchen, mit welchen Qualifikationen. Mhm. Ich bin jetzt persönlich unter dem Titel nicht so negativ unterwegs, dass ich irgendwie Angst hätte, oder? Dass wir jetzt da völlig überschwemmt würden und dass ich glaube, wir müssen es einfach anpacken. Oder? Mhm. Man kann ewig darüber reden, man kann ewig irgendwelche Registrierungen und weiss ich was, bis in alle Finessen klären. Wir müssen es probieren. Mhm. Ich glaube, das ist man einfach dieser Situation schuldig. Und es hat einen Haufen Arbeitgeber, ähnlich wie Bürger in diesem Land, die ticken gleich, oder? Das sind ja auch Menschen. Die wollen helfen, die wollen, stellen sich jetzt auch die Frage, wie kommen wir überhaupt an diese Leute an? Oder? Mhm. Weil oftmals ist es umgekehrt. Also, das sind Menschen, oder wenn wir jetzt in der Schweiz schauen, Arbeitslose, die registrieren sich bei der RAV und suchen selber eine Stelle. Jetzt haben wir aktuell auch ein bisschen das Umgekehrte. Oder? Die Arbeitgeber wollen auch mit. Vor allem von qualifizierten Leuten? Nicht nur. Okay, nicht nur, weil wir haben auch einen Mangel beispielsweise in der Gastronomie. Mhm. Natürlich muss man jetzt dort aufpassen, dass es nicht ein Lohndumping gibt oder dass dann irgendwo durch Leute verdrängt werden. Aber ich glaube, das ist schon anders, als wir es auch schon erlebt haben. Wir haben Mangelerscheinungen auf dem Arbeitsmarkt und es könnte sein, dass jetzt das sich zufälligerweise gerade optimal ergänzt. Mhm. Aber nochmal, also man kommt da an, weil man Schreckliches erlebt hat. Mhm. Es ist nicht die erste Bewegung, dass man jetzt gerade einen Job suchen will. Mhm. Vor allem die Leute, die kommen, haben andere Probleme. Sie müssen Kinder betreuen. Dort geht es mal zunächst darum, dass die Kinder in die Schule können, oder? Da ist man natürlich auch dran. Meine Frau beispielsweise ist auch Leiterin von einer Musikschule und dort sind gewisse Programme jetzt auf Russisch übersetzt worden. Einfach, damit man wirklich kann, die Leute, die dann da sind und wo das ein Integrationsinstrument ist, wo man das aufnehmen kann. Und alle weiteren Entwicklungen werden wir müssen gemeinsam, darum auch das Treffen Sozialpartner mit der Bundesrätin, gemeinsam versuchen zu bewältigen. Ich will das noch ein bisschen beim Arbeitsmarkt vertiefen. Oder, so ein bisschen von außen hat man den Eindruck, der Schweizer Arbeitsmarkt gibt einen Fachkräftemangel. Mhm. Das sind auch gut bezahlte Stellen in unserem Land. Mhm. Dort haben wir ein Problem. Die Zuwanderung ist beschränkt oder aus Drittstaaten und so weiter. Ja. Gleichzeitig im Niedriglohnsektor, du hast es zwar gesagt, in der Gastronomie fehlen auch Leute, aber sonst im Niedriglohnsektor ist es, glaube ich, nicht ganz so, oder? Dort haben wir auch ein Problem mit Leuten, die da sind und keine Stelle mehr finden. Mhm. Teilweise irgendwie mit 55, 60 Schwierigkeiten haben. Und darum ist es so entscheidend, wer jetzt kommt, oder? Das ist richtig. Also man muss mal zuerst wissen, was die Leute für Qualifikationen haben. Weil einige Qualifizierte müssen, also jetzt mal abgesehen von Mann und Frau, müssen noch in der Ukraine bleiben. Beispielsweise IT. Ausbildete, die braucht man dort. Das ist uns so mitgeteilt worden. Auch von Firmen, die dort Ableger haben. Oder? Das habe ich auch gehört. Die bleiben dort, die müssen dort ihren Job bewältigen. Und darum steht es und fällt sich wirklich damit, wer kommt. Aber auch dort, oder? Wir haben natürlich ein Kontrollsystem. Das heisst, nach wie vor gelten die Arbeitsbedingungen, die ortsüblichen Löhne, auch die Arbeitsbedingungen branchenweit.
in vielen von tätigen Branchen, wie du jetzt gesagt hast, wo die Leute unter Umständen mit weniger guten Qualifikationen könnten Aufnahme finden könnten. Reinigung, Bau, Gastro, einfach je nach Lohnsegment. Das sind allgemeinverbindlich erklärte GAVs. Das heisst, wir haben dort auch ein Kontrollsystem, wo das wirklich kontrolliert wird. Und schlussendlich wird man dann müssen schauen. Wir haben, oder, es ist ja wie immer, wir haben vakante Stellen. Und diese Stellen kann man dann besetzen und soll sie besetzen mit den möglichst geeigneten Leuten. Jetzt, ob da wirklich Geeignete kommen, wie sonst der inländische Arbeitsmarkt aussieht, wird man alles erst sehen, wenn man mal wirklich weiss, wer da kommt. Jetzt ist die Ausgangslage noch völlig anders. Ich habe in Erinnerung, dass die neuesten Zahlen von der Arbeitslosigkeit eigentlich sehr gut sind. Oder? 2,5% glaube ich, so in der Medienmitteilung ist Mitte Februar oder so gewesen, oder? Das ist angesichts der Corona-Krise sehr gut. Ich bin aber nicht sicher, ob da noch eine versteckte Arbeitslosigkeit ist, die vielleicht noch durch Härtefallmaßnahmen und so noch zugedeckt ist. Oder? Und ob sie nicht eigentlich höher wäre. Wie siehst du das? Oder ist die Wirtschaft schon jetzt vor der Ukraine schon wieder so gut gelaufen, dass man so gut also, wir haben in der Tat festgestellt, dass es so ab Mitte letztem Jahr schon das massiv angezogen hat. Also, ich meine, es hat immer gewisse Abhängigkeiten gegeben von den Schutzmaßnahmen, notabene, oder? Je mehr gelockert worden ist, desto schneller, und zwar wirklich schnell, hat sich die Wirtschaft können erholen. Dann war es gekoppelt mit einem Nachholbedarf. Also wir haben dann ist es richtig abgegangen. Ja, also es ist wirklich richtig abgegangen. Und eigentlich, oder, das ist ja jetzt gerade die Merkwürdigkeit, gerade genau in dieser Phase, wo wir das Gefühl haben, wir haben Corona überstanden und alles überall wird gelockert, kommt jetzt der Ukraine-Krieg. Und das hat natürlich wieder einen Backslash gegeben. Und zwar auch in der Bevölkerung, oder? Indem man sagt, oder man hat den Medien können, entnehmen, ja, jetzt baut man einen quasi Notvorrat auf. Oder? Gasflaschen sind ausverkauft und, und. Also es geht wieder in eine völlige Richtung ab. Wie damals, zu Corona-Beginn, oder? Wo man quasi gesagt hat, okay, jetzt muss ich mal schauen, dass ich selber alles habe. Aber, und dann, was wir auch gehört haben, ist im Bereich der Investitionsgüter, ob das Möbel sind, ob das auch sogar die Reisebranche, hat gerade wieder zurückgeschlagen. Also die haben wieder aufgrund der Ukraine-Krise etwa 50% Einbußen gehabt, weil die Leute einfach vorsichtig waren. Aber im Vorfeld ist das wirklich ab. Also das hat boomt ohne Ende. Und das wäre eigentlich erfreulich gewesen. Weil man hat wirklich gesagt, gut, also die Schweiz ist eines von den Ländern, wo sich schnell und klar hat können erholen. Wir haben vor allem darunter gelitten, dass beispielsweise irgendeine so Halbleiter oder Lieferketten unterbrochen wurden. Genau, das war das grosse Thema gewesen im Herbst. So. Und darum hat man nicht können so produzieren, wie man wollte. Also, ich glaube, in diesem Umfeld, das hat wirklich geholfen, dass man auch mental das Gefühl hatte, aber auch von der Wirtschaft her, es zieht an, es läuft besser und jetzt einfach nochmal der Rückschlag. Aber, oder jetzt ist einfach die grosse Unsicherheit effektiv. Wie entwickelt sich das alles? Wie entwickelt sich das? Weil wir haben gehört, in Deutschland stehen schon wieder Förderbänder still bei den Automobilfirmen aufgrund von fehlenden Teilen aus der Ukraine. Oder? Und das schlägt dann auch wieder zurück zu uns, in dem Autozulieferer natürlich da auch wiederum unter Umständen, im dümmsten Fall, in Kurzarbeit müssen. Also eben bei Corona haben wir Lieferkettenprobleme gehabt, insbesondere aus Asien, oder? Ja. Und man hat dann gesagt, man muss wieder ein bisschen mehr in Europa produzieren. Ja. In Osteuropa hat man damit gemeint, oder? Unter anderem in der Ukraine. Und jetzt hat man dort auch ein riesiges Problem, oder? Aber wenn das so ein bisschen ein positiver Herbst war, dann bin ich verhalten optimistisch. Weil dann ist die Schweizer Wirtschaft eigentlich an einem guten Punkt, oder? Dass sie sich wieder schnell. Ja. Es ist immer das Gleiche, es ist schon fast langsam langweilig. Es ist immer das Gleiche. Wir haben so viele Einflüsse von außen, die zu Unsicherheiten führen. Oder? Entweder es war der Franken-Euro-Kurs damals im 15. Oder es ist irgendeine wirtschaftliche Entwicklung, wo man dann sieht, ja nein, wir wissen gar nicht genau, was bedeutet das. Also die ganze Beziehungsfrage zu Europa, wo man da wieder nicht gewusst hat. Oder? Und jetzt sind wir wieder eigentlich hauptsächlich in einer unsicheren Situation, weil wir einfach nicht wissen, wie geht das weiter mit dem Krieg. Es kann auf alle Arten passieren. Oder? Es ist schwer
sich vorzustellen, es wird morgen ein Friedensvertrag unterschrieben, obwohl das viele sich wünschten. Aber auf die andere Seite, wenn das jetzt noch länger geht, was bedeutet denn das wirklich? Also es geht wirklich um die Dauer. Je länger es geht, desto schwieriger wird es wirtschaftlich für ganz Europa. Und wenn man Firmen anschaut, oder? Es gibt solche, wir haben eine Art wie Glühkategorien. Es gibt solche auch Schweizer Unternehmen, die haben dort Ableger. Also die haben Betriebsstätte. Wettlerpack ist so eine, Weidmann. Hat man können lesen, oder? Hat das alles schon auch können lesen. Die haben natürlich jetzt mal direkte Einbußen, oder? Und dann hat man alle die Firmen, die quasi Teile liefern, die Maschinen liefern, die einfach im Handel stehen in Russland und Ukraine. Und die haben natürlich auch entsprechende direkte Probleme. Und dann haben wir die gesamte Wirtschaft, die einfach vom Umfeld abhängig ist. Was heisst das bezüglich Energiekosten? Was heisst das bezüglich Inflation? Was einfach die ganze wirtschaftliche Entwicklung. Und da haben wir einfach eine grosse Unsicherheit, einmal mehr, oder? Wo man quasi geglaubt hat, mal, es läuft besser, es geht vorwärts. Aber jetzt mit dieser Unsicherheit muss leben, was bedeutet das jetzt effektiv? Mhm. Oder die ganze Reisebranche, über einfach Investitionsgüter ist eigentlich gleich was, oder? Die Leute, je nachdem, was da passiert, reagieren so oder anders. Mhm. Das ist halt. Und warum ist der Schweizer Arbeitsmarkt gut aufgestellt? Oder ich meine, auch bei Corona ist mir aufgefallen, es gibt Länder, wo weniger schnell aus dieser Bässe rausgekommen sind. Die Schweiz ist viel schneller rausgekommen. Die Zahlen sind sehr viel schneller, sehr viel besser. Was würdest du sagen? Also wir haben jetzt rein nur, wenn wir Corona anschauen, haben wir eigentlich zwei Elemente, wo wir anders haben oder besser sind oder besonders sind als Russland. Das ist die direkte Demokratie und das ist die wirklich echt gelebte Sozialpartnerschaft. Oder? Wir haben im Lockdown, aber dann auch im Auffahren der Wirtschaft zusammen mit dem Bund extrem gut zusammengeschafft. Sozialpartner, Kantone im Vollzug und Bundesverwaltung, Bundesrat, alle zusammen. Das war einer der Vorteile. Und das Zweite, die direkte Demokratie. Also es ist dann recht, wenn wir alle an die Abstimmungen denken, Covid-Gesetz und so weiter, recht sorgfältig mit dem Massnahmenpaket umgegangen. Also andersrum gesagt, verhältnismäßige Massnahmen, wo quasi so ein Mittelweg gesucht haben zwischen wirklich Gesundheitsschutz, prioritär, aber dann doch auch Berücksichtigung von der Wirtschaft. Also du würdest sagen, die Referenden haben ein bisschen Politik diszipliniert. Ja, also, willst du auf das raus? Ja, natürlich. Man überlegt natürlich dann, oder? Was ist mehrheitsfähig schlussendlich? Mhm. Ich meine, alle Extremsituationen, wir hören es dann vielleicht noch in der AHV, alles, was extrem ist, hat in diesem Land keine Chance. Das ist vielleicht auch ein bisschen, ein Erfolgsmodell oder ein Erfolgsfaktor. Und das hat da sicher auch mitgespielt. Oder? Das haben wir erlebt in der Parlamentsdebatte, wir haben es aber auch erlebt schon im Vorfeld. Mhm. Man hat einfach vielleicht noch ein zusätzliches Element gehabt, das man mitreflektiert hat. Oder? Es schwingt immer mit. Oder? Ja. Geht das oder geht das nicht? Und genau diese Debatte hat man geführt bei der AHV-Reform. Ja. Oder? Das hat immer mitgeschwungen, obwohl bei der AHV-Reform ist es ja eigentlich immer klar, dass es ein Referendum gibt am Schluss. Ja, das ist politisch. Meistens von links, das letzte Mal vor 5 Jahren von rechts. Oder? Also das ist ja dann zur Überraschung von allen. Es hat auch ein Referendum gegeben, dann ist die letzte Reform gescheitert. Jetzt ist wieder eine parat und das Referendum wird zustande kommen. Man hat das können lesen, dass über 100'000 Unterschriften sind. Die Abstimmung ist ziemlich sicher im September. Und man merkt schon, wie die Gegner schon auffahren. Oder man sagt, das Frauenrentenalter soll ja angehoben werden, das sei ein Beschiss, das sei Einsparen auf dem Buckel der Frauen. Und was sagst du da dazu? Die Sozialversicherungsreformen sind eigentlich schon in der Vergangenheit immer gleich abgelaufen. Oder? Wir haben auf bürgerlicher Seite immer das Bedürfnis, logischerweise sehr sorgfältig an die Reformen anzugehen, nicht zu grosse Auslagen zu generieren, aber doch irgendwo durch eine nachhaltige Strukturreform anzupeilen. Und das ist in der Vergangenheit einfach so nicht gelungen. Aber auch nicht auf die andere Seite. Also du hast zu Recht gesagt, oder? Reformen zu links gehen nicht, Reformen zu rechts gehen nicht, es braucht beide. Entweder diese Seite ergreift das Referendum oder die andere. Das ist extrem politisch. Extrem politisch, oder? Und wir wissen eigentlich alle, wir leben länger, wir werden älter, es gibt immer mehr Rentner, es gibt einen absoluten Handlungsbedarf in der AHV. Mhm. Und jetzt ist es eine extreme Gratwanderung, wie sieht eine Reform aus,
dass sie, und das ist wieder das gleiche Zauberwort, mehrheitsfähig ist. Oder? Das ist einfach die direkte Demokratie. Das Problem ist, das sieht man erst am Schluss. Ja. Oder? Jetzt im Parlament ist das durchgekommen. Man spart 10 Milliarden Franken durch das Anheben vom Frauenrentenalter in 10 Jahren. Mhm. Und links sagt, ein riesiger Skandal von diesen 10 Milliarden, tut man nur 3 Milliarden einsetzen, um kompensieren. Diesen Frauen etwas kompensieren, die etwas verlieren. Und das sei natürlich ein Sozialabbau. Das ist, wird auch wahrscheinlich in der Abstimmung, ja, im Abstimmungskampf eine wichtige Diskussion und werden. Und dort muss man gegenhalten, weil es ist eine falsche Argumentation. Es ist weder eine Rentenkürzung, noch ist es irgendwo eine Reform zu Lasten der Frauen unter dem Titel Leistungserbringung. Es ist ganz einfach eine Gleichstellung, eine Anhebung vom Rentenalter, wie übrigens man schon damals in der Gründung der AHV mit 65 gestartet ist. Natürlich, man hat es erst später dann, weil man sich das können leisten. Ja, voilà. Weiss nicht mehr, 7., 8. Ja. Reform, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ist man dann zurück 60 Jahre, 62, Jahre, genau. 63, 62. Mit paternalistischen Argumenten, oder wie man ja, aber, oder, ich meine, das ist natürlich geschickt gemacht, oder, dass man behauptet, das Anheben vom Rentenalter sei eine Rentenkürzung. Aber jetzt musst du mir noch erklären, warum es falsch ist. Es ist falsch. Ja, die Frauen müssen ein Jahr länger arbeiten. Saldo. Ja, aber man hat dann auch die höhere Rente. Man kann in diesem Jahr kann man zusätzliche Beitragsjahre kaufen. Es führt überhaupt nicht zu einer Kürzung von der eigentlichen Rente, von der Rente, die man hat pro Monat. Sondern man hat die Rente ein Jahr länger. Mhm. Oder? Es ist ja sogar noch so, dass die länger arbeiten müssen, noch etwas zusätzlich überkommen. Und zwar lebenslang. Ja. Oder? Zwischen ja. 60 und 150 Franken, glaube ich. Oder? Richtig. Habe ich richtig. Oder? Und das sind eben eigentlich, das ist natürlich konnotiert in der Begrifflichkeit. Es sind nicht, darum sind es nicht Ausgleichsmaßnahmen. Es ist ein politischer Preis, den man zahlen muss, damit überhaupt die Mehrheitsfähigkeit gelingt. Mhm. Aber technisch ist es nicht eine Rentenkürzung. Es wird einfach so kolportiert. Und das ist falsch. Es ist ganz einfach falsch. Mhm. Dann wird sicher auch von den Gegnern dieser Reform gespielt werden, dass Frauen ja sowieso mehr Hausarbeit machen, mehr Care-Arbeit und so. Und dass sie darum, eigentlich weniger lang arbeiten sollten bis zum Referenzalter. Oder was man muss anschauen in den Sozialwerken, ist ganz einfach, die sind natürlich entwickelt worden vor einem traditionellen Familienbild, oder? Genau. Die Frau ist zuhause im Haushalt, arbeitet, wenn überhaupt, wenig Teilzeit als Zusatzeinkommen und nie als selbstständiges Teilzeiteinkommen. Das ist auch, und das ist eigentlich fast gravierender, ist das Problem das ist nicht mehr im real. BVG. Ja, und ist das Problem im BVG. Dort noch viel mehr, oder? Weil es ein Versicherungsmodell ist. Also die tieferen Renten von Frauen haben vor allem damit zu tun, nicht aufgrund von Kürzungen, wo man jetzt anpeilt mit dieser Reform, sondern weil quasi die Lebensentwicklung einfach aufgrund von fehlenden Beitragsjahren oder von Teilzeiterwerbstätigkeit, wo dann kein BVG-Volk war, also wo man keine Rente hat in der zweiten Säule, darum sind die Renten tiefer. Ein Drittel tiefer, oder? Das wird auch kommen, oder? Natürlich, an dem muss man arbeiten. Oder? Man muss entsprechend die zweite Säule, die zweite grosse Reform im Parlament, die zweite Säule so weiterentwickeln, dass man auch Mehrfachtätigkeit, beispielsweise im Teilzeitbereich, kann besser versichern. Jetzt, das ist halt natürlich das Resultat von dem Familienbild, dass natürlich die Frauen eher aufgrund von Kinderbetreuung völlig okay, einfach aufgrund von der bisherigen Ausgangslage anders unterwegs waren. Mhm. Aber das kann man jetzt nicht. Und wenn man die AHV anschaut, oder, dort haben wir schon immer gehabt, Betreuungsgutschriften, Erziehungsgutschriften. Genau. Also die AHV ist eigentlich unter dem Titel, der Frauen wollen besser gerecht zu werden aufgrund von ihrer Tätigkeit, gut unterwegs. Mhm. Das ist überhaupt das hat man vor etwa 30 Jahren eingeführt. Ja, die gut, aber das war eine ganz clevere Überlegung, die schon damals der Ausschlag hat zu sagen, es kann ja nicht sein, dass allein nur die Erwerbstätigkeit jetzt da beitragen soll. Also, man hat auch links Leute, die sagen, ja, also wenn schon, dann müssen wir darüber reden, vielleicht den Abteil auszubauen. Also wenn man sagt, man hat ein Problem mit Gleichheit und mit ungleichen Lebensentwürfen, die dann später rentenmässig ins Geld kommen. Oder? Ja, klar. Ja. Oder, ich meine, aber das ist ja nie, das ist nie zu, eigentlich das nicht ist, zur Debatte. Das war jetzt kein Thema gewesen und offensichtlich hat sich auch da wieder und die Mehrheit im Parlament gesagt, nein, es ist so nicht notwendig. Und darum haben wir jetzt effektiv, und ich meine, wenn wir jetzt die Reform anschauen, oder?
Also da haben sich die Bürgerlichen, auch die Arbeitgeberseite, recht müssen einen Schub geben, dass man die aktuelle Reform unterstützt. Weil das Hauptziel ist nicht erreicht. Also wir haben gesagt, wir haben auf die eine Seite Mehrwertsteuererhöhung und auf die, also Zusatzfinanzierung. Oder? Mhm. 0,4. 0,4 Mehrwertsteuerprozent. Und auf die andere Seite muss man aber im Bereich von der Rentenalterfrage etwas machen. Jetzt, man holt 1,4 Milliarden pro Jahr ein mit der Rentenaltererhöhung, gibt rund etwa wieder 700 Millionen aus, Ausgleichszahlungen und andere Auszahlungen. Das heisst netto 700 Millionen. Mit der Mehrwertsteuer sind es 1,4 Milliarden, die man einholt. Und wir haben immer jedes gesagt, Jahr. Das muss, jedes Jahr, das muss ausgeglichen sein. Oder? Also Zusatzfinanzierung gleich hoch wie der Bereich von der strukturellen Anpassung mit dem Rentenalter. Also man gibt recht nah auf bürgerlicher Seite, dass man jetzt einmal sagt, gut, man hätte können weitergehen, aber wir sind bereit gewesen, unseren Teil dazu beizutragen, in dieser Reform, dass das doch ein bisschen linker ist, oder? Ein bisschen sozialer, ein bisschen sozialfreundlicher als jetzt die bürgerliche Regierung. Wie lange ist denn die AHV, ich sage jetzt mal, gesichert? Wie lange, wenn man das annimmt? Oder? Weil mein Verdacht ist, dass es, ja, man sagt so, ja, das Ende des Jahrzehnts, also 2030. Also, oder, ich glaube wirklich, der Irrtum ist ein bisschen, dass man das Gefühl hat, mit dieser Reform hat man dann die AHV schon wirklich bis 2050 irgendwie ausfinanziert. Das ist nicht der Fall. Nein, das ist nicht der Fall. Das ist, ich sage jetzt mal, das ist so ein politisches Commitment. Oder? Die Zahl 2030 haben alle im Visier und sagen, okay, bis dann müssen wir jetzt einmal Massnahmen treffen. Das ist übermorgen. Aber die AHV ist natürlich lange nicht saniert jetzt aufgrund von diesen Massnahmen. Und zwar einfach wegen der, auch wiederum wegen der Lebensumstände. Man lebt länger, man wird älter. Es hat auch noch zu allem an wesentlich mehr Rentenbezüge. Also Babyboomer kommen alle in die Rente. Das heisst, man hat verschiedene Elemente, die massiv werden Geld kosten. Das ist auch der Grund, warum dass man jetzt losgelöst von der aktuellen Reform auch noch eine Motion im Parlament gehabt hat und zugestimmt hat, dass man bis im 26. Das Thema wieder muss aufnehmen muss und sich quasi für die nächste Dekade muss Überlegungen machen muss, was heisst jetzt das für den nächsten Schritt? Oder dort sagt natürlich links, ja, ja, die Bürgerlichen wollen dort natürlich das Rentenalter noch mehr aufzutun und so. Und für links ist das wie die erste Schlacht von der von der weiss nicht, wie viele Schlachten das noch kommen. Und ich meine, dort ist dann wirklich die Frage, wie dass man das, die AHV langfristig sichert. Und wenn ich mit SPler und Grünen rede, dann gibt es halt für die klar, sie sagen, ja, eigentlich nur mehr Einnahmen braucht die AHV. Man muss einen sehr hohen SPler hat mir gesagt, ja, Herr Feusi, man muss es einfach durchfinanzieren. Ja, oder? Gut, also das, ich glaube, das ist die politische... Warum das nicht? Das ist die grosse politische Differenz. Die einen sagen einfach, oder, wie in einer Badwanne, Hahn auf, Geld rein, dann langt es. Einfach mehr rein als unten raus. Voilà, das ist eine Variante, oder? Dass man einfach Geld einlässt. Aber die ist nicht nachhaltig, weil irgendjemand muss das finanzieren. Also, man kann natürlich Mehrwertsteuer auf x Prozent tun, aber was heisst das für die Wirtschaft? Man müsste etwa 4% mehr, oder? Ja. Und darum, einmal mehr, es war ja immer so in dem Land, dass Massnahmen nur auf die eine Seite genauso wenig tragfähig sind wie nur auf die andere. Jetzt die aktuelle Vorlage, darum haben auch die Arbeitgeber und die bürgerlichen Parteien zugestimmt, macht beides. Zwar nicht so, wie man sich gewünscht hätte, aber man hat eine Mehrwertsteuererhöhung und man hat eine Rentenaltererhöhung. Jetzt, was man in einer nächsten Reform macht, muss man wieder diskutieren. Das wird wieder ein massives Seilziehen geben. Aber dass man jetzt in einer nächsten Reform nur über Zusatzfinanzierung agiert, also wenn man die Lohnprozent tut, sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Oder? Mhm. Wenn man die Mehrwertsteuer tut, haben wir das Problem im Konsum. Also kann man nicht nur in diesem Bereich arbeiten, sondern man muss auch über die Ausgaben reden. Und bei den Ausgaben haben wir nicht so viel Stellhebel. Wer will dann schon die monatliche AHV-Rente senken? Das ist nicht schon die gar nicht mehrheitsfähig. Also folglich geht es in Richtung späterer Bezug, längere Finanzierung und dann sind wir beim Rentenalter. Mhm. Da wird man um diese Diskussion, wie übrigens alle anderen Länder, wird man nicht herumkommen. Aber das ist aktuell für die vorliegende Reform ist jetzt das nicht das Thema. Nur so. Bei den Frauen? Da, ja, nur bei den Frauen. Und zwar darum, weil man sagt, man will jetzt mal eine Gleichstellung. Man will jetzt wirklich mal erreichen, dass man diese Diskussion von Mann-Frau nicht mehr hat. Es ist auch gerecht,
Es ist notwendig. Wir sind auch schon mal dort gestartet. Und im Übrigen leben beide länger. Es gilt für beide die gleiche Ausgangslage. Ja, ich habe den Eindruck, das Kalkül auf der Linken ist, dass man, wenn man natürlich die Reformen, ablehnen kann an der Urne, dann steigt der Druck, dass man am Schluss gleich einnahmenseitig etwas macht, so wie in den 90er Jahren, wo man wirklich ein Problem hatte. Am Schluss 1999 hat man das sogenannte Demografieprozent beschlossen, ja, ja. 1% mehr Mehrwertsteuer. Ja. Und das ist doch ein bisschen das Kalkül. Darum wird alles blockiert. Das muss man der Bevölkerung klar machen, dass es eben auf diesem Weg nicht gehen darf. Mhm. Das mag gut sein, dass das mitspielt. Das ist klar, oder? Je näher man an den Punkt kommt, absolut dringende Sanierungszwang, desto eher muss irgendwoher das Geld kommen. Weil Rentenaltererhöhungen, das sieht man jetzt auch bei der vorliegenden Reform, das geht nicht auf einen Klopf, sondern das geht über Jahre. Das braucht genau. Zeit. Oder? Man tut ja immer rum. Das heisst, das ist klar, je länger dass man wartet, desto mehr Geld braucht man sofort. Und dann kommen alle die Wünsche und die Illusionen, die Nationalbank zahlt, die zahlen, alle zahlen. Oder? Und das kann nicht funktionieren. Da müssen wir und müssen eigentlich alle Kreise, oder? Mit Ausnahme der Linken, die das nicht so sehen, der Bevölkerung klar machen, man kann nicht einfach warten. Ich bin gespannt auf den Abstimmungskampf. Und das wird sicher auch wieder Thema sein bei FOSI Federal mit dir oder mit jemand anderem. Vielen Dank für den Besuch. Und sehr gerne. Bis ein anderes Mal. Danke. Merci.